Videocheck. Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, herzlich willkommen zu meinem Daily Vlog. Irgendwann kommt der Tag, da kommen die ganzen Haare ab. Ich werde bestimmt keinen Resthaar kennen. Das ist das Schlimmste, was es gibt, die restlichen drei Haare, die man hat, über die Seite zu kämmen. Furchtbar. Denn ich glaube nicht an diese ganzen Pharmafirmen, die einem versprechen, dass das Ganze wieder anwächst. Das Einzige, was glaube ich hilft, ist das Haar vom Sack an den Kopf verpflanzen. So, wir sind bei Schwiegermuttern. Schwiegervatern. Wie kriegt man Schwiegermutter aus dem Haus? Knusper, knusper, Knäuschen. Wer klopft da an mein Häuschen? So, wir wollen heute oben das eine Zimmer noch dimmen. Mal Schwiegereltern. Dämmen, nicht dimmen. Wo ist der Schwiegervater? Mann, hier steht auch mein Ofen übrigens. So, Bretter holen. So, wir holen jetzt gebrauchte Baustoffe. Das ist billiger als im Baumarkt. Baumarkt ist schweineteuer. Teilweise für so ein kleines Brettchen wollen die da 4 Euro haben, als wenn das edle Tropenholzer wären mit besonderer Güteklasse. Und deswegen kaufen wir gebrauchte Baustoffe. Da muss man nur in Kleinanzeigen gucken und sammeln. Kann man auf jeden Fall bis zu 75% an Geld sparen. Und das Geld kann man besser für schöne Sachen ausgeben. So, wir haben jetzt Holz geholt. 100%iges Holz. Baumarkt hätten wir dafür 200 Euro für bezahlt. Und klar, man kann das auch beim Holzhändler holen. Und hier haben wir auf jeden Fall mal eben 50 Euro für bezahlt. Haben noch 6, 7, 8 Latten oben drauf geschenkt bekommen. Also besser geht's gar nicht. Hier drinnen war übrigens mein erstes Studio. Kann man gar nicht glauben, ne? Die meisten Filme habe ich da vorne auf der kleinen Terrasse da gemacht. Und hier ist das Studio. Hier war das erste Studio. Was ist hier denn los? Ich meine, die Baupreise oder die Holz- oder Baustoffpreise sind allgemein mega hoch, dreimal so viel wie sonst, weil die Zinsen so niedrig sind und alle natürlich bauen. Das nutzt sich natürlich schamlos aus und ja, so kann man sparen. Kennt ihr das hier? Spitfire, gab es früher immer in den Kneipen, wenn Vater das offen war, dann konnte man mit solchen Flugzeugen spielen, Styropor, vorne Spitze, Propeller dran, die fliegen richtig genial. So, ich will euch mal zeigen, wo man normalerweise seine Schrauben hat, wenn man am Arbeiten ist. Die steckt man sich in den Mund rein. Und wenn man die dann braucht, dann nimmt man die aus dem Mund und kann nicht reden und manchmal hat man das Gefühl, man könnte kotzen. Oder man schmeißt sie einfach auf das Armband, magnetisches Armband, haben wir jetzt zum Testen gekriegt und dann kann man da fein mit arbeiten. Fazit? Mega geiles Teil. Kann von mir sein. Meine Erfindung. Wer da Bock drauf hat, das Ding ist unten in der Infobox drin. Und einige haben gefragt, was der Kommwalter macht. Aha, der Kommwalter. Macht das schön ordentlich da, ne? Der ist jetzt im Baugewerbe. Im Baugewerbe ist der Kommwalter jetzt. Da gibt's mehr Geld. Bei Boje? Ja. Sieht aber Dampf auf deine Jacke. Ja, das kann ich. Da ist ja der Bock. Der Louis. Der Louis für alles. Ich habe ihn ja erstmal für die Welt quasi geebnet, also geschliffen. Das war ein Rohdiamant, den habe ich ja fein geschliffen. Und jetzt ist er da, wo er heute ist. Lacht ihr oder was? Kommen wir zu unserem neuen Fluggerät. Klar, nicht jeder hat Privatjet, wir haben das auf jeden Fall. YouTube Money macht das möglich. Und das Ding hält meistens im Schnitt so ungefähr 2 Stunden. Aber man hat dafür eine Menge Spaß. Sie sehen den Picasso der Gartenarbeit in seiner völligst verendeten Form. Der Efeu wächst wie Sau. Jedes halbe Jahr kann man dabei gehen und die Rotze da runterschneiden. Sieht zwar geil aus, wenn er geschnitten ist, aber nach 2 Monaten sieht es immer wieder scheiße aus.
So, jetzt sind die Bäume auch alle gekürzt. Aber jetzt zeige ich euch mal, was gar nicht geht. Selbst mit diesem homoerotischen Gartenwerkzeug kommt der Künstler klar. Der Wahnsinn. So, jetzt kann Schwiegermutter auch wieder vernünftig gucken. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen Grünzeug, das muss alles weg. Und aber zum Glück ist bald Osterfeuer. Da hauen wir den ganzen Scheiß drauf und weg damit. Und das Geile ist ja, wir haben Nachbarn. Da kannst du Sonntag die Motorsäge anschmeißen, auch mittags. Da scheißt sich keiner an. Ich meine, gut, auf der anderen Seite nervt zweimal auch, wenn die ihre Sachen hier anschmeißen. Aber das ist mir lieber, als wenn man da irgendwie gebückt irgendwo wohnen muss. Den ganzen Gerümpel, das kommt alles aufs Osterfeuer. Früher durfte noch jeder sein eigenes Osterfeuer machen. Mittlerweile, der Staat entmündigt den Bürger. Ich will jetzt keinen aus Reichsbürger oder sowas machen. Aber der Staat entmündigt eigentlich schon ganz schön. Man darf nicht mal einen Feuerhaufen in den eigenen Garten machen. Finde ich ein bisschen traurig. Shit happens. Wir gehen noch mal kurz in den Wald. Und Drohne fliegen. Und dann gibt's Essen. Hähnchen. Lecker. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is, if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Und da das Leben natürlich nicht nur aus Arbeit besteht, kommt jetzt auf jeden Fall der Spaß. Ein schöner kleiner Spaziergang mit der Drohne ein bisschen fliegen und rumalbern gehört auf jeden Fall absolut dazu. Das Einzige, was ein bisschen genervt hat an diesem Tag, die GoPro hat versagt und das heißt, einige Tonaufnahmen sind hoffnungslos verloren. Die Drohne leider auch, hat einen kleinen Crash gehabt, aber dazu gleich mehr. So, da unten liegt meine Drohne, mal eben schnell gecrashed, ist aber bei der Spark kein Problem, fliegt gleich so weiter. So, und das ist eine gute Drohne. Geil oder geil? Hammer, ne? Also meinen Augen top. Vor allen Dingen, ich kann das Ding wirklich so mitnehmen, überall mit hinnehmen, ohne dass es stört oder lästig ist. Was war das bei der Phantom immer für einen Koffer? Cool, die Drohne, ne? Ja. Meine erste Drohne, ich meine, außer jetzt diese kleinen Billigdrohnen, war die Phantom, also die DJI 1. Und die ist mega geil gewesen für damalige Verhältnisse. Alles sehr Apple-mäßig, also sehr hochwertig, geil verarbeitet, funktionierte, hatte GPS und deswegen absolut der Kracher. Man konnte da wirklich schon gut mit fliegen. Für damalige Verhältnisse jedenfalls. Aber auch die habe ich schon ein paar Mal versenkt. Im Kanal lag das Ding zweimal. Ich habe gerade einen neuen Gimbal untergebaut. Dann ist mir das Mistding abgeschmiert, weil bei der GoPro aus Versehen noch Bluetooth an war. Und das stört dann natürlich und ihr, da gab es schon so einige Unfälle mit. Hey, guck mal, ich habe gekocht. Gar nicht! Was, gar nicht? Nein! Also, du hast doch gar keine Ahnung. Jetzt hast du noch Brühe in den Ohren. Der Tag hat sich heute auf jeden Fall wieder gelohnt, hundertprozentig. Wir hatten super Wetter, wir haben was geschafft, wir haben aber auch ein bisschen Spaß gehabt und darauf kommt es auf jeden Fall an. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag und vor allen Dingen viel Spaß. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Macht's gut, ciao. Boah. Ah.